Ja, meine Entscheidung, dass ich zum Jahrenwechsel war, war eigentlich eine sehr einfache für mich, weil ich ja gebürtig aus Regensburg komme. Und dann, wo das Angebot aus Regensburg kam, gab es für mich eigentlich nicht mehr viel zu überlegen. In dem Verein hat sich sehr viel entwickelt und ich bin einfach glücklich, jetzt hier in Regensburg und beim Jahren spielen zu dürfen. Ist einfach, für mich ist es die geilste Stadt. In drei Worten zu beschreiben, ist schwer. Wunderschön. Atmosphäre ist super und die Lebensqualität in Regensburg ist natürlich enorm. Ja, meine persönlichen Ziele nächstes Jahr sind natürlich als junger Torhüter mich so weit wie möglich weiterzuentwickeln, jeden Tag Gas zu geben und mich jeden Tag zu präsentieren, um da zu sein, wenn es drauf ankommt. Ja, und ich denke, die mannschaftlichen Ziele müssen ganz klar sein, so früh wie möglich die 45 Punkte zu holen und dann den Klassenerhalt zu sichern. Und ich denke, dass wir das auch schaffen werden. Wir haben eine gute Truppe zusammen und da haut sich jeder rein. Also ich denke, dass wir das Ziel verwirklichen können.